Ja, was sagt man da noch nach so umfangreichen Ausführungen mit großer Flughöhe, mit sehr viel philosophischem Inhalt? Ich habe für mich vorhin beschlossen, ich bleibe ganz handfest, ich bleibe kurz und mache jetzt so den Schluss. Wir haben ja ein Haus gesehen jetzt, ein wunderschönes Haus. Ich komme auch wieder mit zwei, vielleicht drei Häusern. Ich möchte da ein paar Dinge einfach aufzeigen. So, wir hatten das Thema Suffizienz, wir hatten das Thema Energieeffizienz, wir hatten alle interessanten Dinge, die jetzt so herumgeistern. Also ich bin ja ganz neu jetzt in einer neuen Funktion. Ich habe das Leben lang Solararchitektur gemacht und Forschung im Solaren Direktgewinn gemacht. Und jetzt bin ich in der Funktion als Energiewächter der Stadt. Also ich sollte eigentlich, meine Funktion ist jetzt die Stadt Chur zur 2000 Watt Gesellschaft zu führen. Also ganz spannend, eine ganz breite Tätigkeit, die jetzt noch viel mehr durch die ganzen weiteren Themen noch dazugekommen sind. Also was ich einfach sagen kann, als Kind der Ökologiebewegung bin ich überrascht, weil ich mich jetzt nach 25 Jahren Abkehr wieder mit Politik beschäftigen muss, dass ganz viele Themen der Ökologiebewegung eingeflossen sind in die offizielle Politik. Und wenn man so eine Strategie liest des Bundesrates, da ist man ja fast schon nervös. Das war ein lebenslanger Kampf für eine andere Welt. Und jetzt ist das eigentlich schon in diesen Schriften drin. Es ist einfach in den Köpfen noch nicht drin. Und im Moment bewegen wir uns noch so ein bisschen eben in diesen Diskussionen um Energieeffizienz, die da das Ganze richten sollen. Also ich zeige irgendwie einen anderen Weg, wie kann man Plus-Energiehäuser realisieren ohne so viel Technik. Also wir werden um dieses Thema nicht herumkommen, aber es fragt sich einfach, welche Ansprüche sollen wir dann wirklich noch haben? Hier ist also noch die ganze Palette der Ansprüche. Das sind teurere Wohnungen in Flims realisiert. Aber da kommen bereits für mich Suffizienzthemen dazu. Und ich möchte darum jetzt gleich damit einsteigen. Also wie sieht ein Haus von heute aus? Also es ist immer noch so, und es wird weiter zu beweisen sein, also die einfachste Art, Energie und die günstigste Art, Wärme in ein Haus zu bekommen, ist durch das Fenster. Ich werde nachher vielleicht auch noch kurz sagen, wie es funktioniert, dass man eben das Gebäude selber als Speicher einsetzt, dass das Gebäude, man sitzt so quasi im Ofen, das ist das Bild. Und hier diese beiden Häuser, die man jetzt sieht, das sind zwei Dreifamilienhäuser. Die haben jetzt all diese Komponenten, die es eben braucht. Also es braucht eben etwas Strom. Man sieht, beim unteren Haus ist das auf der linken Seite, beim oberen ist es auf der rechten Seite des Daches eingebracht. Es braucht warm Wasser, das sind die senkrechten Flächen in den Südfassaden. Und es braucht eben Wärme, und das sind die Glasflächen, die auf diesen Südfassaden zu sehen sind. Es ist eine verdichtete Bauweise, das ist der Abstand, den es braucht, auch bei fallendem Gelände, damit das untere Haus immer noch gesund ist. Wir können dieses Haus in einer Plus-Energiebilanz betreiben, aber, und dann, darüber möchte ich jetzt mal sprechen, also dann wird viel geredet über diese Plus-Energiebauten und dann wird viel begrenzt erschaffen, und man muss eben irgendwo mal das definieren, was ist dann ein Plus-Energiehaus, oder es geht ja darum, das müssten ja sämtliche Energien da eingerechnet sein, aber eigentlich auch noch das eigene Verkehrsverhalten, bla bla bla, man müsste eben auch noch die ganze Ernährung reinnehmen und so weiter. Also die 2000 Watt Geschichte, die umfasst ja mehrere Gebiete, eben auch das, die
die Infrastruktur, die, also das, das Wohnen, der ganze Verkehr, der Konsum und so weiter. Also hier mal nur das Gebäude betrachtet, ohne das Gebäude als System. Wenn ich diese Photovoltaikflächen anschaue, es gibt etwa 2000 Kilowattstunden pro Wohnung und Jahr, wenn man diese Flächen jetzt nimmt. Ja, kann ich mit dem leben, kann ich mit dem nicht leben? Also die Schweizer Durchschnittsfamilie braucht 4.500. Warmwasser, die Flächen, die jetzt hier aufgebracht sind, übrigens die senkrechte Positionierung des Warmwasserkollektors macht viel mehr Sinn als die Dachpositionierung, weil wir einfach auf diese Art und Weise etwa 8 bis 9 Monate eine sozusagen konstante gleiche Produktion haben. Also es gibt nur noch Dezember, Januar, wo es ein bisschen schwächer ist, das Angebot. Und es gibt dann irgendwie den Hochsommer, da ist es auch ein bisschen schwächer. Also wenn man es ganz optimal machen wollte, dann müsste man den Kollektor noch 15 Grad anstellen. Das ist eben dann die Frage, kann ich mit dem gestalterisch umgehen oder nicht? Ich kann es noch nicht, also ich habe es dann eben senkrecht gemacht. Ja, und das ist jetzt eben auch wieder eine Bilanz. Also wie viel Warmwasser produziere ich jetzt für diese beiden Häuser? Also hier war der Ansatz, wir produzieren 120 Liter Warmwasser pro Wohnung und Tag. Jetzt geht es aber normalerweise ein Haustechniker, der legt jetzt ein Warmwassersystem auf 50 Liter pro Person und Tag aus. Also was ist jetzt richtig? Ich habe ein Haus gebaut in Stäfer, ich kann das mal schnell auflegen, nur so um die Erfahrungszahlen zu sagen, was passiert so, wenn die Leute einfach leben? Auch ein solares Direktgewinnhaus steht in Stäfer, also im Einflussbereich des Nebels und so weiter. In dieser Wohnung, die ihr hier seht, das ist eine 3,5-Zimmer-Wohnung, da sind 3 Personen, also Vater, Mutter, Tochter, die haben es geschafft, über Jahre 70 Liter Warmwasser pro Tag zu verbrauchen. Ich keine Ahnung, wie man das macht, aber die können das. Und jetzt kann das ist auch wieder so ein Energieeffizienzthema. Jetzt können wir 70 Liter Warmwasser pro Tag produzieren mit der besten Wärmepumpe, mit tiefen Bohrungen und bla bla, allem hin und her. Oder wir können eine bewusste Person nehmen, die schafft das mit 15 Litern im Tag. Also ich schaffe das. Und dann kann ich einen Elektroboiler an die Wand hängen, elektrisch direkt betreiben und ich bin viel besser im Energieverbrauch als der die 70 Liter durchlässt. Oder ich bin immer noch besser als der die 50 Liter durchlässt. Also irgendwo, da fängt die Diskussion an. Und da fängt auch die Suffizienz an. Oder da fängt eben auch das an, was machen wir mit den Kindern zu Hause? Also, wenn wir den Kindern von Anfang an erklären, ja, zuerst machst du dich nass, dann stellst du das Wasser ab und dann seifst du dich ein und dann duschst du dich wieder ab, dann ist das Leben lang kein Problem. Wenn wir aber die Kinder einfach halbstundenweise unter dem Wasser stehen lassen, dann wird das Kind eben sehr lange dieses Problem haben. Also irgendwo, das ist Energieeffizienz, oder? Es kann nicht sein, dass wir diese Probleme können wir nicht substituieren in die Energieeffizienz. Das geht nicht. Also da ist eben wieder irgendwie Umwelterziehung oder einfach Lebenstauglichkeit gefragt. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Ja,
eben das, so eine Einheit kann dann ein ganzes System stürzen. Also darum habe ich nie mehr ein Haus gebaut, das nur dezentrale Systeme hat, sondern ich würde nur noch Mehrfamilienhäuser mit mindestens teilweise zusammengefassten Wasserlösungen bauen, weil dann kann ich die schwarzen Schafe ein bisschen auffangen. Aber jetzt gehen wir noch weiter. Was habe ich hier gemacht? Also da geht es jetzt darum, wir produzieren diese 6000 Kilowattstunden elektrischen Strom hier und wir produzieren hier 6000 in etwa. Was machen wir jetzt? Alle schreien da nach Subventionen und eben nach kostendeckender Stromeinspeisung und bla bla bla. Und ich habe gesagt, das machen wir gar nicht. Wir beginnen gar nicht mit diesem Theater und machen das ganze Bürokratietheater, nur um diese Baracken herauszuschinden. Wir sagen, die Leute, die hier wohnen, kommen, die wollen ja ein Plus-Energiehaus bewohnen, die sollen die Verantwortung selber übernehmen, die sollen mit dem Mehrpreis, den dieser Strom wirklich kostet, selber bezahlen. Das kann man einfach so ausformulieren in den Mietvertrag und gut ist. Und wie gehen wir mit dem Warmwasser vor? Also was machen wir da? Ich habe das so gemacht, dass ich diese 120 Liter Warmwasser pro Tag, die sind zugesagt, die werden gekauft zu den Gestehungskosten, die wir wirklich haben auf der Anlage. Das sind Kollektoren, das sind Speicher, Abschreibung und, und. Also die wirkliche Transparenz der Energiekosten ist eine einfache Anlage, aber sie kann nicht mehr als diese 120 Liter produzieren. Und was mache ich jetzt nachher? Also ich habe einfach einen Elektroeinsatz im Speicher und der wird mit Solarstrom betrieben. Und der irgendwie mehr braucht, der bezahlt. Und der bezahlt eben diese 70 Rappen pro Kilowattstunde. So einfach ist das. Und die sich das leisten wollen, die erzeugen ja keinen weiteren Schaden. Weil dieser Solarstrom, es gibt eine Nachfrage und dann wird eben noch ein Dach vollgemacht oder so. Ist ja sinnvoll und das geht dann auch regional gleich wieder weg. Und Flims hat ohnehin nur Wasserkraft, also das ergänzt sich gut. Natürlich über das Netz. Strom können wir nicht anders bewirtschaften als übers Netz, außer wir würden dann mit Batterien schaffen oder mit Schwungrädern oder derart. An sich macht es, gerade hier im Kanton macht es Sinn, über das Netz zu bewirtschaften. Wir könnten auch synthetische Gase draus machen und damit herumfahren oder irgendwas, aber es macht bei uns so Sinn. Und dann habe ich eigentlich die größten Energieprobleme sind ja nicht mehr die Raumheizung. Die Raumheizung liegt weit unter dem Warmwasserverbrauch, wenn wir eine konsequente Hochwärmedämmung realisieren, wenn wir den solaren Gewinn richtig nutzen. Die größten Probleme sind heute die Warmwasserproduktion und eben der Stromverbrauch. Also das wäre jetzt so ein Ansatz, wie man nur mit Suffizienz an den richtigen Ort kommt und sonst kostet es. Und zwar gewaltig, oder? Also das ist doch gut so. Nun, vielleicht in diesem Haus sollte man noch ein Ding zeigen. Das ist die ganze Frage der Belüftung. Also das muss ja nicht immer eine Lüftungsanlage sein. Also irgendwo kann man natürlich auch durch konsequentes Kurz- und Querlüften kann man dieses Problem lösen oder dass man eben die Türe offen lässt zum Schlafzimmer. Das ist ja auch nicht wirklich ein Problem, wenn irgendwelche Aktivitäten stattfinden, die nicht öffentlich sind, dann kann man sie ja vorübergehend schließen. Also was soll das Theater?
wenn wir irgendwie eine ganze Wohnung haben, dann ist genügend Luftraum vorhanden, um die CO2-Werte nicht zu erreichen, die gefährlich werden. Aber, da sind wir wieder bei der Materialisierung, wenn wir eine Wohnung möchten, die nicht stinkt, dann kann man entweder konventionell bauen mit all dem Schrott, der heute auf dem Markt ist und mit dem wir bauen, oder wir können baubiologisch bauen. Wir haben dann lauter Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen, abgeben können. Wir haben Materialien, die Gerüche neutralisieren können und haben sowieso kein großes Problem mehr mit dem Raumklima oder den Gerüchen. Und so ist dieses Haus hat noch eine andere Spezialität. Also ich habe immer schon herumstudiert, wie könnte man das auch noch lösen. Und ich habe dann ich nenne das jetzt Schlafen im Frischluftsee. Also man sieht jetzt hier ein Holzriemenboden. Es ist übrigens herrlich, mit diesem Material zu arbeiten. Das ist Mondholz, also das ist bei der richtigen Mondphase gefällte Fichte. Das ist feinjähriges Material aus der Nähe von Berlin und ist dann bewegt sich dann sehr viel weniger, wenn man in der richtigen Mondphase das Holz schneidet und natürlich trocknet so weit wie möglich. Und das nur nebenbei, also da ist einfach eine Holzschicht, Schnittholz, und da ist ein Brusthäfer bis auf 1 Meter Höhe. Unter dem Boden hat es 6 cm Dämmung, hinter dem Brusthäfer hat es 6 cm Dämmung. Also es gibt eigentlich nur diese Holzschicht, die an sich recht wenig Masse hat, die diesen Abschluss des unteren Teils des Raums bildet. Und wenn wir jetzt dieses Fenster hier kippen, dann kommt die frische Luft rein und bildet einen Kaltluftsee im Winter. Und da drin liege ich, wenn ich da im Bett liege, und ich liege in der frischen Luft. Und jetzt ist das Interessante, was passiert, wenn man sich nicht mehr bewegt im Raum, dann nachher bildet sich eine klare Schichtung. Also unten ist die Luft kalt, oben ist sie normal warm. Wir haben eine kleine Durchmischung, dass eben Wärmestrahlung auch von oben kommt, von der Masse, also von diesen Wänden hier, das ist Kalksandstein mit einem Kalkputz drauf. Wir haben die Masse, die weiterhin strahlt. Es ist eine unheimlich angenehme Situation, so zu liegen, und es braucht nicht mehr. Also das ist eine mögliche Lösung, ohne Technik auszukommen, die eben graue Energie trächtig ist, die eben eine Erneuerungsrate hat von, ich weiß auch nicht, 30 Jahren oder noch weniger. Bei den Geräten sind das vielleicht 15 Jahre. Brauchen wir das? Ich denke, wir brauchen es nicht. Aber wir müssen dann richtig umgehen damit. Da kann man natürlich die Türe nicht offen lassen, sonst kühlt ja die ganze Wohnung aus. Also das braucht dann ein bisschen den gesunden Pferdeverstand, damit umzugehen. Irgendwie noch ein Bild aus dem Haus, aus der Wohnung. Auch hier Heizung, eine Wärmeverteilung, das braucht es heute aus meiner Sicht auch nicht mehr. Also wir brauchen keine Radiatoren, wir brauchen keine Rohre, wir brauchen gar nichts. Es ist einfach ein Aufstellpelletofen, der eben pro Wohnung vielleicht noch in der Dachwohnung ist es ein bisschen mehr. Das sind jetzt, glaube ich, 250 Kilogramm Pellets oder so im Maximum, die hier verbrannt werden müssen in 15 Kilo Säcken. Also dann nimmt man eben noch einen Sack mit drauf, wenn man dann. Also es sind so wenige, es sind so kleine Mengen, die man noch verheizt in diesen wärmedämmenden Gebäude. Und das reicht vollkommen aus, wenn eine Hochwärmedämmung da ist. Es braucht keine Wärmeverteilung. Das ist irgendwie auch von der Sinnlichkeit her, also ich erlebe das noch, jetzt brauche ich Energie, ich sehe das Feuer, ich spüre die Wärme, kann mir die Finger verbrennen, ich weiß, da ist was.
Und das scheint mir sehr wesentlich zu sein, dass das einfach noch dass erlebbar wird und nicht zum Selbstverständnis oder zum banalen Selbstverständnis wird. Das Schlimmste ist ja die Bodenheizung. Da ist ja jede Sinnlichkeit im Eimer. Also da ist irgendwie gar nichts mehr spürbar. Es ist auch der größte Unsinn überhaupt, weil die Bodenheizung nimmt ja der Boden als Speicher weg. Also wenn die Sonne da drauf scheint, dann ist der Boden ja schon warm und dann kann ich ihn ja nur noch wärmer machen. Also ich werde dann in eine Überwärmung fahren mit dem System. Also für das bisschen Heizen müssen wir nicht mehr solche Theater machen, wie wir jetzt gewohnt sind. Das sind ja nur noch wenige Tage im Jahr, die hier noch zum Tragen kommen. Ja, wie man das dann macht mit der Materialisierung, hier ist das auch mit diesem Mondholz gemacht, die Küche oder... Was ich vielleicht noch könnte zum Schluss, ist noch das Solar-Direktgewinnhaus erklären, einfach zum 100.000. Mal, aber ich glaube, es ist ja ein Bedürfnis, es immer wieder zu tun, weil es ist immer noch nicht verstanden worden, weil das ist ja das Problem dieser Technologie, das ist Köpfchen und alles, was Minergie oder so ist, das ist alles, das kann man verkaufen, oder? Das ist Technik, das ist Engineering, das zahlt der Bauherr und das kurbelt auch die Wirtschaft an, aber nicht diese, die wir wollen, das ist eigentlich die zentralistische, das ist nicht die dezentrale, die wir wirklich wollen. Und von dem her mache ich noch schnell diesen Input und dann höre ich auf. Ich zeige euch schnell eben immer das gleiche Haus, das ist das erste Nullheizenergiehaus von Europa. Vor jetzt 20 Jahren realisiert in Trier. Es ist ein einfaches Haus, steht am Südhang, muss nicht mehr am Südhang stehen heute. Also wir haben viel bessere Solargläser inzwischen, wir können verdrehen bis zu 45 Grad Südost oder Südwest. Das funktioniert immer noch. Also wenn wir hier jetzt noch Gläser mit G-Werten von 52%, also der G-Wert ist der gesamte Energiedurchlass, also alles, was energetisch hinter der Scheibe ankommt. Wir waren damals vor 20 Jahren auf 52%, heute sind wir auf 65%. Das ist die Welt. Das ist wirklich die Welt. Also da können wir ganz viel mehr damit machen. Es wird viel einfacher, jetzt das solare Bauen, als es damals noch war. Aber ich erkläre es trotzdem hier, das sind etwa 50 Quadratmeter Glas. Etwas anderes als Dreifachglas sollte man sowieso nicht mehr verwenden, alles andere ist Blödsinn, aber die G-Werte, die müssen rauf. Das ist ganz, ganz wichtig und die U-Werte, die gehen immer weiter runter. Und wo jetzt eben der Konflikt ist, ist zum Beispiel bei den Architekten, die durchaus keinen Sonnenschutz bauen möchten, dann kommen dann eben die Gläser zum Einsatz, die Sonne nicht mehr reinlassen, oder? Das sind die sogenannten Sonnenschutzgläser. Das ist ja auch die dümmste Entwicklung überhaupt, die im Moment stattfindet. Aber lassen wir das auf der Seite. Jetzt noch schnell, wie funktioniert das Haus? Wir haben eine gut gedämmte Gebäudehülle. Das ist mittlerweile jetzt nach 20 Jahren klar geworden, die muss ringsherum gehen, also die dämmende Hülle. Ich kann sagen, bei einem gut funktionierenden Direktgewinnhaus reicht ein U-Wert von 0,15, beim Passivhaus mit Energie P spricht man von 0,1, von 0,12, also 0,15 reicht, das wird alles viel einfacher, günstiger. Hier drin muss aber auch eine Masse sein, die erreichbar ist. Das ist jetzt der zweite Punkt. Das eine ist die Gebäudehülle. Die muss gut sein, mindestens U-Wert 0,15. Die Gläser müssen etwa U-Wert 0,6 erreichen, G-Wert 65%. Und jetzt
Nach der Hülle kommt die Absorptionsleistung des Hauses innen und noch das Speichervermögen. Und diese beiden Dinge, die muss man dann eben rechnen. Ist unheimlich einfach, es braucht nur den Dreisatz, man muss nur mal nehmen können, eine Tabelle zusammenführen, das ist eine Milchmädchenrechnung. Ich habe so und so viel Quadratmeter Beton, absorbiert 20 Watt und so weiter. Und dann kann ich das aufrechnen, wie viel Watt meine Fläche hier hat. Das muss dann eben der Größenordnung des Gewinns entsprechen. Also wenn ich heute 50 Quadratmeter Glas in Richtung Südost bis Südwest richte, dann habe ich Dezember, Januar hinter dem Glas etwa 3 bis 4 Stunden lang, habe ich dann diese 0,65 mal, jetzt in Prien sind das fast 1000 Watt, die in der Senkrechten anfallen, dann sind das eben 650 Watt oder 600 Watt, je nachdem, im Mittelland sind es dann vielleicht nur 500 Watt, irgendwo da herum. Wenn ich jetzt 500 Watt nehme, mal 50, dann seht ihr, das ist 25 Kilowatt, das ist eine verdammt große Größe, also da geht was ab. Und wenn das Haus die Wärme nicht aufnehmen kann, dann wird es einfach zu heiß und wir beschatten oder wir entlüften die Wärme. Das ist das, was wir nachweisen müssen mit dieser Absorptionsleistungsberechnung. Das ist eine ganz einfache Sache, kann ich jedem 12-jährigen Kind innerhalb von 2 Tagen erklären, wie man so ein Haus rechnet. Also ist es auch für die Architekten nicht so schwierig. Und der zweite Punkt ist die aktive Gebäudemasse. Also die Wärme dringt eben gar nicht so tief ein. Also das darf ich auch sagen, das Haus vor 20 Jahren, das hat etwa 2-mal zu viel Masse, die gar nicht erreicht wird. Und ich komme in den Beton etwa 9 cm tief rein, ich komme in den Kalksandstein oder in den Lehm etwa 9 cm, 8 bis 9 cm rein, ich komme ins Holz 4 cm rein. Also das sind die aktive Gebäudemasse und die muss dann eben so viel Wärme aufnehmen können, dass wir 1 bis 1,5 Tage ohne zusätzliche Sonne, ohne zusätzliche Wärme auskommen. Also der Trick beim Solardirektgewinnhaus ist, dass man eben toleriert, dass das Haus um 2 bis maximal 3 Grad schwankt, nach unten und nach oben. Und wenn man das eben auch clever macht, weil ich friere nicht gerne, ich habe da auch gewohnt in diesem Haus, also wir haben das Haus normalerweise auf 23 Grad betrieben, und dann geht das eben dann, jetzt bei diesem Haus, bei dieser Masse geht es 4 Tage, bis es dann auf 20 Grad unten ist, bei absoluter Nacht und 0 Grad Außentemperatur. Also so ist etwa das Verhältnis. Also es ist eine sehr träge Sache, man hockt wirklich im Ofen und der ist voll warm und ist außen gut eingepackt. Und das Haus fühlt sich genau gleich an, ob es jetzt Januar ist oder Juli, weil überall sind die Oberflächen warm. Und es ist sehr lustvoll hier zu leben, auch im Winter. Also man kann auch bei 23 Grad können die Kinder in den Windeln ohne Kleider herumtoben. Oder wir sind dann nach Hause gekommen und haben einfach die Shorts und das Kurzarm-T-Shirt angezogen. Und das war ein herrliches Lebensgefühl. Also ich denke, es ist auch etwas. Aber jetzt kommen wir wieder auf die Suffizienz, also irgendwo macht es nicht viel Sinn. Also ich bin ja selber daran fast zerbrochen, ein Haus zu bauen, das irgendwie 210 Quadratmeter BGF hat. Das ist doch einfach Unsinn. Also wir können uns ja begrenzen heute. Zurzeit baue ich ein ganz kleines Walser, 300-jähriges Walserhaus um. Das bekommt auch eine Überglasung nach Süden, damit es den solaren Direktgewinn bekommt. Es wird gedämmt, aber es behält eigentlich die äußere Ansicht. Also im Prinzip gehe ich dahin und halte nur noch das Erdgeschoss
in der hohen Temperatur und die Schlafräume unten sind dann in einem Zwischenklima. Man kann auch so arbeiten mit viel weniger Dämmung, mit viel weniger Material, ganz einfach und hat auch dann noch diese Spanne zwischen kühl und warm. Ich denke, wir müssen weitersuchen, wir können nicht stehen bleiben auf diesem Standard, auf dem wir uns jetzt bewegen, der uns gar nicht wirklich zuträglich ist. Ja, ich denke, das solare Direktgewinnhaus hat ein großes Potenzial, eben ganz einfach zu bleiben. Die Technik braucht es gar nicht mehr wirklich oder es braucht nur noch ganz wenig. Ein Ofen, den man reinstellt für die paar Tage, sind vielleicht dann 2-3 Wochen, die wir hier in den Bergen noch heizen müssen. Das ist zum Lachen, oder? Das ist eigentlich scheißegal, wie man das macht. Das ist gar nicht wichtig. Da ist die Energieeffizienz auch nicht besonders wichtig, wenn man wirklich fast nichts mehr braucht. Also ich glaube, es gibt einfach andere Ansätze, wie man die Probleme heute lösen kann. Und damit möchte ich aufhören. Sind Fragen da? Also möchten Sie die Fragen bei einem Glas Wein oder Bier klären? Ja. Soll man die Heizung abbauen jetzt? Ja. Soll man die Heizung abbauen? Das habe ich gemacht, ich habe Sanierung gemacht, da habe ich die Zentralheizung einfach rausgerissen. Die war uralt, das brauchen wir nicht. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Sanierung. Also die Schweiz ist gebaut, also Neubauen, ja, Ersatzbauten, okay, aber dass wir noch viel Neues dazubauen, macht irgendwie nicht Sinn. Wir sollten uns ja zusammen, zusammenrücken. Und ich glaube, Sanierung wird das entscheidende Thema in den nächsten 10, 20 Jahren. Gut, vielleicht sonst noch eine Frage? Ganz herzlichen Dank den Referenten für Ihre spannenden Vorträge. Ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und draußen haben wir was aufgetischt. Guten Abend.